War schlau. War Pro-Gamer-Move, man kennt das. Funktionieren jetzt rein zufällig die Animationen wieder? Wäre mal ein Ding. Ja, Rucksack nicht, ne. Das scheint wieder zu gehen. Jawohl. Freue ich mich. Gut, dann. Juden. Noch was vorne. Schwebende Shampoo, nee, Shampoo, genau, am Strand Shampoo. Sonnencremeflaschen. Fürs Protokoll, wie ging das immer? So, so, so. Ja. Okay. Abgespaced, ey. Fliegende Flaschen. Geißel der Menschheit. Die fliegenden Falschen. Oh Gott. Und wenn erstmal die fliegenden Richtigen kommen, dann ist vorbei. Na. Okay. Mist. Da vorne. Aber ich will meinen Ball mitnehmen. Oh, der Gießberg wird Stürmer. Hier noch irgendwas drum. Dann stürmen wir wieder zurück. So, hier noch irgendwas. Das ist wieder ein Space Donut. Er kann schweben. Ja. Hm.
Machst du einen weg, kommt direkt der nächste. Machen wir gerade ein bisschen Hintergrundbeschallung an. Ne? Ja, Erd- und Erdanziehungskraft ist heute wieder sehr unterschiedlich, ne? Also so, nächste. Ich wünschte echt, es gäbe halt so eine Fußgänger-Minimap, ne? Das würde das Ganze so echt so ein bisschen, also. Ganz abgesehen davon, dass ich das Strandgut teilweise nicht finde, weiß ich manchmal auch gar nicht, wo ich langlaufen muss. Muss ich alle 5 Meter die Karte aufmachen. Angeblich wieder direkt hier, aber hier ist nichts. Die Frage können wir noch machen dann gleich. Wir könnten noch mal ein bisschen einkaufen gehen. Also Brötchen haben wir jetzt genug zu Hause, aber ein bisschen Belag wäre ganz schön. Ich habe leider von der Frau Roberts immer noch keine Mail gekriegt mit Rezepten. Bisschen schade. Wir können uns einfach im Norden noch mal ein bisschen umgucken. Weil wir haben ja gesagt gekriegt, dass die Bäckerei ist eventuell in Palito Bay. Da müssen wir ein ganzes Stück für fahren. Kann gut sein, dass hier irgendwas ist. Ah, ich. Ja. Ja, sammeln wir jetzt vielleicht noch bis 5 Uhr oder so und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht in den Norden kommen, uns da ein bisschen umgucken. Und eventuell dann auch mal gucken, ob es da zufällig freie Wohnungen gibt. Weil jeden Tag zur Arbeit zu pendeln ist dann relativ doof.
Ziel wäre natürlich, dass wir uns zeitnah ein Gefährt organisieren. Und wenn es ein Fahrrad ist, wäre auch in Ordnung. Ich sehe hier nichts zwischen den ganzen Sachen, ne? Nee. Da ist ein Space Donut. Von mir aus können die hierfür sammeln einfach nur noch Schwimmreifen machen. Vielleicht auch Handtücher oder sowas. Irgendwas, was man besser sieht als so eine einzelne Flasche, die aus dem Boden guckt. Da hinten. Boah, das habe ich einmal probiert. Ich glaube, ich habe da 20 Minuten rumgesucht. Ich habe am Ende 3 Dollar verdient. Weil die liegen im Gebüsch oder im Sand und dann stehst du da. Was? Wo? Das habe ich mir für 20 Minuten angetan und dachte ich mir, nee, komm. Das hat keinen Zweck. Da kann ich mich lieber eine Stunde in den Park setzen und Tauben füttern, als und dann Sozialhilfe kriegen, anstatt Golfbälle zu sammeln. Müll im Stadtpark war auch so. Siehst du auch nicht so gut. Mir geht es ja jetzt darum, ich will ja auch mit dem Sammeln hier am Strand will ich ja nicht reich werden. Ich will ja einfach nur meine Miete bezahlt kriegen und ein bisschen was über haben. Ich wollte ja eigentlich mal gucken, dass ich zwischendurch mal ein bisschen länger online bin oder so, aber
Bisher habe ich die Muse noch nicht gefunden. Vielleicht morgen. Aber was war noch mal das Maximum, was man ausgezahlt kriegt? War das 6 Stunden? Plötzlich bin ich am Schwimmreiben. Oder 6. Okay. Ja, das sind ja beides Werte, mit denen kann man arbeiten. Aber ein Job wäre natürlich noch schöner. Also wie das klingt, passt das mit Daniels auch sehr gut, weil der ist auch mal sehr spät on. Ich sag mal, wenn ich halt sowas machen muss wie Großbestellungen oder sowas zu rein, dann kann ich alles am Abend machen. Das ist überhaupt kein Ding. Zwischendurch mal hier also Raucherbäuschen. Raucht er nicht weiter? Nö. Na egal. Mal gucken, was hier gerade am Bussen fährt, wo ich so, ob ich nach oben komme. City 1. Okay. Nord 1 scheinbar. Also hier oben muss ich dann arbeiten. Ich wohne hier. So ungefähr. Ich wohne irgendwo hier unten. Da. Da muss ich arbeiten. Da kann Giesbert ein bisschen radeln, ey. Zur Arbeit. Ja, ja. Was ich interessant finde, ist, dass diese ganzen Items zum Einsammeln, dass die eine Hitbox haben für einen Spieler, aber nicht für alles andere, was hier rumliegt. Guck mal, Gieß wird doch jetzt schon prächtige Waren. Das ist. Wenn alles nichts hilft, dann wird Gieß wird halt der örtliche Flitzer. So wie meine Heimat. Da war auch einer, der immer nackt durch die Stadt, durch die Innenstadt Fahrrad gefahren ist und so weiter. Ist das hier aber zum Aufheben? Nö. Bitte was? Ja. Ernie hieß er.
Oder Ernie, wie die vielen genannt haben. Der hat, was hat er alles gemacht? Er ist halt nackt durch die Stadt Fahrrad gefahren, hat mitten in der Innenstadt nackt Gewichtheben gemacht. Oder ist halt beim Champions League-Spiel oder DFB-Pokalspiel Dortmund gegen Schlag mich tot, ist er auch einmal nackt übers Feld gerannt und sowas. Ist dafür ein paar Mal eingewandert. Und mittlerweile ist er nicht mehr, ne? Der ist doch. Ist er nicht das, der ist verstorben, ne? Ach ja, stimmt, der hatte einen Unfall, ja. Ja, aber das war, also das war bei uns damals Kult, also jeder kannte den, ne? Also ich habe den selber nie gesehen, Gott sei Dank. Aber war bekannt. Ernie der Flitzer. Der macht mir jemand meinen Strand gut streitig. Was soll ich denn davon halten? Hier soll irgendwas sein, aber hier ist nichts. Mal hier. Stell mal um auf Joggen, das ist dann zumindest ein bisschen. Hinten ist noch eine Fläschchen. The Adventures of Giesbert. Das noch? Alles klar, dann viel Spaß bei deinem Termin und bis denn, haus rein. Tschüssi. Ich sehe eine Scheiße teilweise nicht. Ey. Wo soll das sein? Achso, da. Schlaf gut. Jetzt habe ich die Sandburg kaputt gemacht. Me sorry. Ach da. Space Kringel.
Nur ein Space-Kringel. Das Beste, was passieren kann, wenn du gerade was wegnimmst und dann kommt direkt was Neues. Ist da noch ein Reifen? Scheinbar überhaupt nicht redselig. Oh, die Leute, die hier hinkommen, die wollen arbeiten. Keine Zeit für Smalltalk. Keine Ahnung, ob es $40 werden, vielleicht wären es auch nur 30 oder so. Kam mir jetzt irgendwie nicht so effektiv und nicht so viel vor, kann mich aber auch täuschen, weil ich bei diesem Strandsammelzeug und überhaupt dieses Sammelzeug habe ich überhaupt kein Gefühl für, wie viel ich schon habe und wie viel das, was ich habe, wert ist. Switch mal auf einiges gehen. So. Hier hinten ist aber auch nichts, ne?
sehe hier nichts, ne? Schlimm. Na, bin ja direkt hier neben mir. Da ist nichts. Sieht aber echt krass aus, so mit dem Tass über hier. Jetzt ist ja alles da hinten. So ein Scheiß. Teile das mal so unterbewusst ein bisschen auf, dass wir so immer dahin gehen, wo die nicht hingehen. Guten Tag. Ich will einfach mitten reinreden, scheiße. Scheiße auf alles.
Ach, guck mal da. Ganz weit hinten. Schau mal, wie viel es heute ist. Wenn wir unsere Miete reinkriegen, bin ich schon mal happy. Schon mal nix. Na da. Aber ich weiß nicht mehr, was könnte denn so ein Ding bringen? 50 Cent? 25? 75? Einfach um den Müll prügeln. Was wollt ihr von meinem Müll? Geht weg! Das war eben. Müssen wir das mal hier machen.
17 Uhr hat Giesbettchen Schichtende. Ach, wo ist mein Ladekabel? Kann ich den nach vorne noch mitnehmen und dann ist das gut. So. Ist das Arbeiten? So, ganz scheiße. Rein. So. So, check die erstmal. Wir sind gespannt, wir kriegen knapp $60. Nice. Jetzt haben wir 70 dabei. Ja, yeah. So, gibt es irgendwo einen Bankautomat? Oh, heißer Asphalt. Ach, besser. So. Ich gehe auch mal hier durch. Ist mittlerweile irgendeine andere Linie da? City 1 und Nord 1. Okay. So, wir müssen bis zum Stadtpark. Ja, die Frage, gehen wir nochmal eine Tanke vorbei. Wo sind wir jetzt eigentlich genau? Da wäre die Tanke. Und hier fährt irgendwo der Bus. Wie fährt denn die Nordlinie? Also wo fährt die Nordlinie lang? Also Stadtpark bis beim PD, so 23 und 53, schaffen wir in 20 Minuten bis zum PD? Es fährt Nord 1, ne? Das müsste ich sagen. Tun wir uns das einmal an. Dahin. Also müssen wir hier die Straße hoch. Ist ja erstmal kein Ding. Eilen wir uns halt so ein bisschen. Oder
Fährt Nord 1 jetzt mit oder gegen Uhrzeigersinn? Fuhr Nord 1 andersrum? Ich verwechsel das immer. Nord 1 fährt gegen den Uhrzeigersinn. Okay. 23, dann Stadtpark und dann. Und dann hoch. Okay. Na gut. Dann gehen wir mal die Kette, ne? Warum Wähler und Geldautomate finden wir super? Oh, jetzt habe ich einen Busch umgerannt. Oh, oh, oh. Wir sind noch weiter auf der Hauptstraße. Nö, hier ist in Ordnung. Okay. Bäh, hier stinkt's. Okay, ich habe nur mal geguckt, ob das auch sachgemäß abgeschlossen ist, das Fahrrad. So, oh, Straße noch weiter, okay. Wir haben noch eine gute Viertelstunde Zeit, das heißt eigentlich. Eigentlich müsste das gehen. Fahren wir mal hoch nach Palito Bay, gucken uns da mal um, ob das für uns ein Ort zum Wohnen wäre oder nicht. Muss ja mal alles in Betracht ziehen, ne? Wie gesagt, ein Geldautomat wäre ganz schön. Wir tragen jetzt keine Reichtümer mit uns rum, aber. Zwischendurch hat Gisbert doch mal Angst, dass er ein bisschen zu spät zum Bus kommt. Aufgrund vergangener Ereignisse ist diese Angst berechtigt. Dann wahrscheinlich erstmal was trinken. Dann können wir vielleicht mal zu Brunos Tanke schlendern. Also schlendern ist relativ, ist wahrscheinlich ein gutes Stück. Ja. Wisst ihr schon. Geldautomat wäre aber wundertuffig, da würde ich mich freuen. Irgendwie einfach.
10 Minuten, das ist ja. Ist ja mal machbar, ne? Ich könnte auch in Palito Bay gucken gehen, aber so haben wir jetzt noch ein paar Minuten mal genutzt. Gehe ich jetzt hier? Wechsel mal so von da. So. So. Dann können wir uns jetzt nochmal hinhocken auf dem Bus warten. Wir werden halt nicht reich, ne? Das ist. Was willst du machen? Kein Job, kein nix. $30 Sozialhilfe. $40, $40 Sozialhilfe. Was hast du gedacht? Scheinbar schon, ist abgeschlossen. Ja gut. Ja, haben wir Ruhe an den Böfkern, ne? Ja. Boah. Eine etwas größere Runde, die wir fahren, aber ist ja nicht schlimm. Ich weiß, warten ist nicht spannend, aber muss ab und an mal sein.
nicht. Nee. Unsere war, glaube ich, grün. Ich kippe jetzt mittlerweile durch. Mal schauen. Schmecher da einen wunderschönen guten Nachmittag. Mittag. Instagram. So, dürfte nämlich die. Jo, es war die City 1. Die Nord 1 müsste uns gleich gegen den Uhrzeigersinn irgendwo hier irgendwo einsammeln, im Stadtpark und dann einmal nach Palito Bay. Da wollte ich mich mal umgucken. Wo war denn Bonus Pizza? Wo war das denn? Gibt's da irgendwie? Unternehmen. So. In Palito Bay. Oh, das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt. Dann sind wir am richtigen Ort. Wie geht's dir? Alles fesch. Wir waren heute schon ein bisschen Müll sammeln. Streamen heute ein bisschen früher. Machen gegen 6, halb 7 machen wir Schluss. Ich muss heute alles so ein bisschen vorziehen. Bis bei der Arbeit. Du. Du arbeitest am Flughafen. Geil. Ist das, also ist Flughafen nicht im Generellen momentan eher entspannt oder fliegen die Leute immer noch so viel? Ich weiß jetzt nicht genau, was du da machst, aber. Ah, okay, Fracht fliegt, alles klar. Ja gut, dann, ich sag mal, Passagiere sind ja auch nur Fracht mit Beinen, ne? Oder auch ohne. Oder Fracht, die atmet. Ja, na cool, dann können wir gleich mal. Also der grobe Plan ist, wir waren jetzt, wann haben wir angefangen? Irgendwann gegen so gegen 3 oder so, damit wir zumindest so ein bisschen Geld zusammenkriegen. Waren einmal am Strand Müll sammeln, werden jetzt nach Palito Bay hochfahren, wo wir eventuell die Tage ein Bewerbungsgespräch haben, wenn der Typ und ich es mal schaffen, uns wieder vernünftig zu timen. Dann gucken wir noch bei Brunos Pitstop vorbei, da war ich noch nicht. Und ja. Vielleicht treffe ich ja sogar die Bäckerei. Also so, vielleicht sehe ich die ja. In 4 Minuten müsste der Bus kommen. Wow. Also du hast weniger Leute und sollst das in der normalen Zeit schaffen. Was ist das für ein Scheiß? Ist ja bescheuert.
Also ganz ehrlich, also nee, das ist halt Quatsch. Nur gucken, dass ich nachher irgendwie aus Palito Bay wieder zurückkomme. Ja, so ist das, ne? Hallo? Funktioniert das heute schon? Ich weiß es gerade gar nicht. Mimi, Miep, Miep. Miep. Test. So. So, ich glaube, jetzt geht mir. Okay. Morgen wird wieder sehr viel, aber genau so ist. Heute ja. Wir sind halt früh dran, deswegen geht das wohl alles ein bisschen besser. Hat sich in den letzten Tagen auch zumindest gefühlt ein bisschen verbessert. Die sind jetzt wohl auf einen neuen Hoster umgestiegen, beziehungsweise sind gerade dabei, das umzuziehen. Wir warten ab. Ich konnte die letzten Tage, konnte ich, also wann habe ich denn zuletzt gespielt? Dienstag hatte ich gespielt. War okay. Teamspeak war heute bis jetzt stabil. Um 16 Uhr war ein geplanter Neustart. Und davon ab. Nichts zu kacken hier. Ja. Da. So ist das geil, ja. Heute mal so ein bisschen Los Santos, also unseren Wohnbezirk und den Strand mal bei Tag gesehen. Das ist für mich auch relativ neu, weil ich ja sonst immer abends spiele. Ich hatte jetzt heute mal Zeit, bevor ich nachher noch so ein Arbeitsding habe, wo ich also so ein Moor-Arbeitsding, wo ich sein muss. Deswegen dachte ich, ziehe ich den Stream einfach ein bisschen vor, machen wir heute zumindest ein bisschen Kohle, so gut es geht. Nachher muss ich mich eventuell noch mal, gehe ich vielleicht noch mal on. Gehe ich vielleicht noch mal on, um zu telefonieren. Bei uns hatte der Herr Daniels von der Bäckerei angerufen. Aber der ist nicht rangegangen. Der hatte gestern angerufen, da war ich leider nicht on. Das ist immer doof, wenn man sich so ein bisschen verpasst. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Bewerbungen momentan ist. Also wenn, dann stehst du, glaube ich, sowieso sehr weit hin. Was nicht heißt, dass du es nicht probieren solltest, ne? Um Gottes Willen. Und die Wartezeit ist halt verdammt lange, weil sie jetzt gerade so nach und nach wieder anfangen, das zu bearbeiten. Ansonsten, deutscher Hintergrund ist, glaube ich, nicht mehr gerne gesehen. Ja, es ist ja. Das wäre das Einzige, was wichtig ist, aber das weißt du bestimmt schon. Weiß ich nicht. Giesbert ist ja Holländer. Deswegen, bin ich hier richtig?
Sag mir jetzt nicht, das war mein Bus. Sag mir jetzt bitte nicht, das war mein Bus, weil ich auf der falschen Straßenseite stehe. Nord 1. Gegen den Uhrzeigersinn. Sehe ich richtig, ne? Er hätte doch hier lang fahren. Also. Bin ich bescheuert? Also jetzt mal no joke, ne? Ist das 100-100? Ja, habe ich ja nachgeholt. Andi, einen wunderschönen guten Abend. Guten Tag, Van Dijk, mein Name. Ich hätte eine Frage. Ja? Und zwar, welche der Nordlinien fährt heute? Weil ich bin jetzt... Ja, warte, Entschuldigung. Ich bin jetzt auf der Seite, die quasi die Haltestelle ist gegen den Uhrzeigersinn, aber ich glaube, mir ist gerade ein Bus auf der anderen Seite vor der Nase weggefahren. Oh, ja, die Nordlinie 1 lag gerade. Aber dann müsste ich ja eigentlich richtig stehen. Aber die Nordlinie 1 fährt aber gegen den Uhrzeigersinn, richtig? Warten Sie. Die Nordlinie 1 fährt gegen den Uhrzeigersinn, genau. Okay, also entweder stehe ich falsch oder die Nordlinie fährt gerade falsch. Nee, also die Nordlinie fährt richtig, da bin ich mir zu 100% sicher. Wo genau stehen Sie denn? Ich stehe gerade am PD. Am PD? Ja? Beim PD war bei uns jetzt an der Haltestelle keiner. Unten bei Vespucci, das PD, gell? Genau, ja. Ja. Also ich bin jetzt auf der Seite, die hier quasi, was ist das hier? Also die Nordlinie hat ein Häuschen, das steht auf der Seite. Ja. Auf der anderen weiß ich, ich bin leider noch nie Nord 2 gefahren. Nord 1 ist auf der rechten Seite, wenn man vom PD hochläuft. Ist das denn Nord 1? Entweder gucke ich falsch rum auf die Karte oder... Ich guck nochmal nach, alles klar. Super. Dann vielen ja. Dank. Und noch gute Fahrt. Ja, danke schön. Also wenn sie, ich weiß nicht, City 1 fährt derzeit noch, vielleicht. Ja, das Ding ist, ich wollte eigentlich nach Palito Bay hoch. Ach so. Deswegen, ja, okay, ich schau mal, vielleicht habe ich auch die Karte falsch rumgehalten oder so. Okay. Da muss ich mal schauen. Gut, danke. Dann, ob ich das ankomme. Danke, tschüss. Bis später.
Habe ich jetzt falsch rum auf die Karte geguckt oder was ist? Also liegt gerade an mir? Diese Karten, die verwirren mich, ne? Also hier ist das PD. Ich stehe hier an der Haltestelle. Gieß, wir brauchen ein Fahrrad. Das geht so nicht mehr. Der macht sich ja voll zum Hampel. So, PD. Ich finde die Karte aber auch verdammt klein, ne? Ich habe, glaube ich, tatsächlich auf der falschen Seite gestanden. Weil die hier den Knick fahren. Das habe ich nicht bedacht. Scheiße. Jetzt kommt der nächste Bus erst in einer halben Stunde. Mist. Ja. Klassischer Giesbert, ey. Steht einfach auf der falschen Seite. Weil die fahren irgendwie hier einen Knick und dann fahren sie da rum und dann geht's zum Stadtpark. Ja, genau, die fahren hier, fahren dann da rum zum Stadtpark. Und fahren dann nach oben. Oh, ich bin so dumm, ne? Ich bin so ein Holzkopf. Ach Gott. Meine Fresse, ey. Ich bin so ein Torfkopf. Das ist unfassbar. Was mach ich jetzt? Wo geht nochmal noch? Nach Little Soul, eine Tanke. Was soll's? Boah, da könnte ich mich gerade selber für klatschen, ne? Oh, war das dämlich. Ne, Andi, ich muss Geld sparen. Das ist scheiße teuer. Mantaplatte kostet 17 Dollar. Hab ich nicht. Also ich hab zwar 25 mit, aber die sind für den Notfall, falls ich mal ein Taxi rufen muss oder so. Kannst du auf Rasen sagen. Kann ich ja abarbeiten. Wo muss ich jetzt? Ich muss jetzt am besten links abbiegen. Ich laufe ein bisschen schneller. Gehen wir eben noch chillig. Ich steige jetzt, wenn ich in den Norden will, steige ich nur noch am Stadtpark ein. Ne? Das alles andere führt zu Verwirrung. Weil ich zu doof bin, um eine Karte richtig rumzuhalten. Der hat's auch eilig. Hübscher Wagen.
So, Tanke ist da runter. Eigentlich. Naja, wenn Rucksack mit zur Not. Wenn es halt so ein Eutekin wäre, ne, so ein kleines, dann würde ich auch nehmen. Einmal so ein schönes kleines Eutekin. Little Italy, die mir immer noch keine Antwort auf meine Bewerbung geschickt haben. Genki's ist immer noch Pizzeria. Ich bunker mir noch mal Backpulver. Wenn mir das immer fehlt, kann ich das bis auf 10 stecken? Ich lass mal 8. 8 reicht. So. Haben wir Wurst. Schinken. Alles klar, dann ja, chillige Arbeit, soweit es geht. Mein Käsebrot machen. Okay, Käse ist teuer. Dann bleibe ich lieber bei Schinken. So. Ein bisschen mal gekostet, aber naja. So, machen wir jetzt. Ich würde sagen. Da wir jetzt sowieso eine Weile auf den Bus warten müssen, also 20 Minuten, hauen wir gleich mal eine Pause rein. Ich werde mich gleich am Stadtpark irgendwo kurz ausloggen. Und dann machen wir noch. Oha. Ich hoffe, die suchen nicht mich. Beziehungsweise wir werden uns jetzt hier gleich. Kann man hier eigentlich aufwohnen? Sunshine Apartments. Okay. Ich dachte aber, hier würde Auto stehen. Bestimmt gegenüber. Ja, verziehen wir uns gleich mal kurz in die Ecke. Klung kurz aus. Ich habe bisher einmal ein nicht abgeschossenes Fahrrad gefunden. Ich habe es nicht mitgenommen. Mal gucken. $246 haben wir. Wir werden heute mit Glück nochmal 120 kriegen. Also wie gesagt, Gießberg wird nicht reich, aber zum Überleben ist genug. Ja, gehen Sie ruhig. Jo.
Zum Überleben ist es genug. Aber wie sagt man, hat zu viel zum Sterben, zu viel zum Sterben, zu wenig zum Leben, irgendwie sowas. Mein Rechner macht Randale. Ich glaube, so wie ich das eben mitgekriegt habe, geht die Nordlinie immer ans Telefon. Und wir werden gleich zusteigen und die wird sich eventuell an unsere Stimme erinnern. Und dann kann ich direkt sagen, ja, tut mir leid, ich bin schwer, aber bin ich. Ich bin ein bisschen doof. Ich habe vergessen, dass die einen anderen Knick fahren als die. Nee. Dann machen wir mal den hier. Kann ich nicht. Den hier. Schnell den hier. So. Jun, wir machen nochmal kurz Pause. Und dann sind wir in Kürze wieder da. 5 Minuten oder so. Ne? Alles klar. Dann Beats Glitch.
So, da bin ich wieder. Eingeloggt habe ich mich gerade schon. Also circa 10 Minuten, um da hinzukommen. Schaffen wir mal, denke ich mal. Ist ja nicht mehr so weit. So. Giesberg geht immer einigen Schrittes. Was ist denn nun? Also der Bus fährt. Fährt hier ab, ne? Schon mal Musik aus. Gerade noch vergessen. Ich muss nachher dringend die ganzen Videos benennen, ey, damit ich die endlich mal freischießen kann. Da, mal schnell rüber. Hier gut, dann fahren wir da einmal nach Palito Bay, gucken uns da kurz um. Beziehungsweise die Zeit haben wir eigentlich gar nicht mehr. So, großen ist das. Noch ein paar Minuten. Okay, noch rauchen. Vielleicht machen wir es auch so, dass sich Giesbert, wenn es klappt, irgendwo ein Hotelzimmer nimmt. Für eine Nacht. Gucken wir mal. Und Fahrrad wäre echt ein Ding, ey.
Hallihallo, Hallöchen. Andrea? Nein, ich habe eben einen Anruf bekommen vom Flughafen wegen Einreise. Heute Abend ist Einreise. Und ja, Bus und ja, Bus. Ah, Bus und Bus. Ja. Hast du was zum Schreiben? Achso, gut. Das ist die 555 3090. So, jetzt bin ich schon mal getrunken. Nicht, dass ich einen Bus vom Depot nehme. Guten Tag. Ja, ich fahre dann, ich laufe zum Depot. Ich kann auch zum Depot laufen, ich glaube, was da jetzt bin. Aber dann. Okay. So, der Herr, wo wollen Sie denn hin? Nach Palito Bay möchte ich gerne. Palito, Sie haben ich glaube, wir haben eben miteinander telefoniert. Genau. Ich habe festgestellt, ich bin, glaube ich, ein bisschen doof. Ich habe auf der falschen Seite gestanden. Ach, alles gut, das passiert jedem. Ja, ich habe vergessen, dass die Nordlinie noch so einen Knick macht, bevor sie dann abbiegen. Mhm. Aber gut, jetzt sitze ich ja drin. Ja. Ja, braucht man noch 30 Sekunden und dann geht's. Ach ja, gemacht. Da kommen wir zumindest mal da oben hin, ey. Los geht die wilde Fahrt. Yeah. Tatsächlich jetzt die letzte Runde. Auto. Die letzte Runde. Was soll ich dann den ganzen Tag machen? Die letzte Runde. Wie komme ich denn da wieder weg da oben? Ein Kollege übernimmt dann. Ach so. Also ich habe dann Feierabend. Also alles gut. Okay. Also bin ich nicht komplett verloren. Das ist schon mal gut. Genau. Ja, Julie, wir gehen dann mit Leila zusammen zur Fahrschule. Mich stimmt. Rein hier ans Ohr, dass sie
sich ordentlich anstrengen soll. Und danach machen wir Party. Wenn sie bestanden hat. Ansonsten machen wir Trauerparty. Ja. Ja, essen wir alle traurig ein Käsebrötchen. Okay. Okay. Das klingt in der Tat sehr traurig. Ui. Will ich wissen, wie lange die Käsebrötchen schon in dem Rucksack sind? Die sind frisch. Okay. Außerdem sind sie in Frischhaltefolie eingepackt und mein Rucksack hat so ein Kühllager. Ah, okay. Also die Käsebrötchen selber sagen, sie sind frisch. Die sind frisch. Habe ich erst gestern gemacht. Na gut, dann. Sogar frisch gebacken. Die waren noch warm, als ich sie eingepackt habe. Ist es eigentlich günstiger, selber zu kochen? Ja, auf jeden Fall. Ich habe es auch festgestellt. Braucht man für Brötchen irgendetwas? Ja. Ich kann ja die Rezepte schicken. Ich muss Leila auch noch. Ich musste so vielen Leuten schon Rezepte schicken, ich habe es immer wieder vergessen. Ich meinte, ob man dafür irgendwie einen Kochtopf oder... Ach so, nee, das nicht. Ah, das ist sehr gut. Weil das ja auch schweineteuer ist. Brauchst du nur zwei Wasser, ein Mehl und ein Backpulver und kriegst zwei Brötchen daraus. Nee, zwei Brötchen doch. Und du hast mehrere Rezepte? Ich hab sehr viele, ja. Oh, ich such dich mal bei Venture. Na gut, auf Venture habe ich die nicht gepostet, die habe ich über E-Mail gekriegt. Ich kann dir die gerne rüberschicken. Genau, ich nehme dich als Buddy und dann... Ja, Buddy. Nächster Halt, Mangold und Söhne. Wertet Buddies. Kann ich aber erst nach ja annehmen. Ja, alles gut. No, jetzt sofort. Soll ich dich dann nachher gleich mit zum Depot nehmen oder willst du am Stadtpark aussteigen? Hm. Weil dann kann ich mit dem Motorrad kann man dann gleich rüberfahren. Ich dann nehme ich zum Depot. Um die Ecke. Also ein schönes Profilbild. Danke. Habe ich erst neu gemacht. Ach, so. Bin perfekt in der Zeit. Und weiter geht die Fahrt. Auch gut. Am 14.02. suchst du Fahrrad und am 23.02. verkaufst du Fahrrad. Ja, da habe ich mein Motorrad gekriegt und ja, da war ich ein bisschen pleite. Danach auch noch mein Auto und so, deswegen vermisst mein Fahrrad ehrlich gesagt, weil manchmal ist Tanken ganz schön teuer. Nächster Halt, Yellow Check-In. Wenn ich zu schnell rede, einfach sagen. Wenn ich Bremsspuren auf der Straße hinterlasse, bitte nichts sagen. Oh, meine Haare hängen mir im Gesicht. Ich sehe nichts. Und weiter geht's. Eine Busfahrt, die ist lustig. Eine Busfahrt, die ist toll. Halla die. Ach nee, war das was anderes? Halla die. Halla du. Halla. Das war was ganz anderes. Halla die. Ach, das war war das der Kaktus? Was? Mein kleiner grüner Kaktus. Hier draußen am Balkon. Halla die. Halla du. Halla. Doch, doch, das war sehr gut. Nächster Halt haben wir. Sind etwas verrückt, bitte nehmen Sie es nicht ernst. Alles gut, alles gut. Wäre schade, wenn nicht. Deine Plaudertasche. Verrückt ist immer gut. Ja, normal kann ja jeder, ne? Genau. Da haben Sie 100% recht.
nächster Halt, Harmony West. Gut, wir in der Zeit sind, meine Güte, wow. Obwohl wir ja die ganze Zeit quatschen. Gut, ich fahre auch ein paar Sekunden früher los. Aber sobald wir in Crabseed sind, werde ich das wieder nicht mehr drin haben. Hier drüben auch so ein richtig schöner Trailerpark. Ganz viele kleine Häuser. Ja, ich glaube, warte mal, war das hier noch irgendwo? Ah, hier, warte, da ist dieses große Etwas da. Und ich glaube, wie dieses komische Trichterding da. Ich weiß nicht, was das ist. Sieht aus wie eine Ölfabrik. Wie, und daneben ist auch dieser Trailerpark und da wohnt ein Freund, der mich gestern sitzen gelassen hat. Ja, von mir hat auch damals ein Freund hier oben gewohnt. Ich weiß noch nicht, ob er umgezogen ist oder ob er immer noch hier wohnt. Also ich würde auch gerne im Norden wohnen, aber nicht in so einem Trailer. Nee, der Trailer ist auch echt nicht geil. Na. Ich bin mit meiner Wohnung bei Little Soul ganz zufrieden. Ja, man hat alles in der Nähe. In der Tankstelle. Ja. Gerne mal Streik. Ein PD. Nächster Strand. Sandy Shores. Aber ich sag mal, hier oben hat man auch Berge, Sand. Lecker Sand. Ja, gute Sandkuchen. Oh. Also ich bin jetzt nicht komplett abgeneigt. Ich würde auch in Palito Bay wohnen, aber es ist mir halt ein bisschen zu weit weg von der Stadt. Das dauert mir zu lange. Ich war da oben jetzt noch nicht. Ich wollte mir das mal angucken, weil ich da potenziell eventuell bald arbeiten kann. Deswegen wollte ich mich da mal umgucken. Dann Daumen drücken. Ich hoffe. Danke. Also hier zum Beispiel in Sandy Shores gibt es ja wenigstens ein paar süße Häuschen. Mhm. In Palito ist es noch schöner. Aber ich glaube, mein Kumpel hat gesagt, das ist so der teure Ort. Palito ist gar nicht so teuer. Okay. Also ein Hotel hat mich 20 gekostet oben, als ich damals geguckt habe. Ach so. Hoch. Eigentlich darf man hier nicht parken, aber ist okay. Die sieht ein wenig verloren aus. Ja, das tut mir leid für sie. Und ich werde wieder angerufen. Ja, Devin? Hallo. Es ist jetzt gerade die letzte Runde. Ich fahre dann 18:30 zurück zum Depot. Okay. Ja, vorhin wollte Steve meinen Bus übernehmen. Okay, gut. Perfekt. Wer weiß Bescheid. Bis gleich. Oh, dieses Handy, meine Güte. Vielleicht hast du es geschafft. Ich fahr gerne Bus, also ich muss ehrlich zugeben. Ich bin ja heute früh um 10 auch schon losgefahren. So 10:30 bis um 11. Ich fahr auch gerne mit. Ich weiß ja nicht, wann du aufstehst. Na, da mache ich immer noch so ein bisschen Haushalt um die Zeit. Oh, hier ist es ja schön. Und dieser Steg. Ich kann leider nicht aus dem Fenster gucken, ich muss Bus fahren. Wie, alles gut? Und ich werde schon wieder angerufen. Leute. Ja, Martin? Warte. Dun. Nächster Halt, Crabseed. Was gibt's, mein Guter? Halt
mich verkackeiern. Eben, erst ruft Steve an, ich möchte die Nord 1 übernehmen. Eben rief Devin an, Andrea möchte die Nord 1 übernehmen. Jetzt rufst du an, ich möchte die Nord 1 übernehmen. Ja, wie gesagt, ich stelle den Bus hin, am Stadtpark dann hin, wenn ich fertig bin, und ihr könnt euch drum buddeln. Was? Scheiße, da muss ich. Da muss ich dann. Das weiß ich nicht. Er hat mich nur angerufen und meinte, Andrea würde gern übernehmen. Und Steve fährt halt jetzt City 2. Ja. Ja, musst du dich mit Andrea dann prügeln. Okay, gut. Mach das. Dann bis später. Und da war das ja nie wieder zu. Ich könnte kotzen. Also wenn sonst keiner will, kann ich auch die Nord 1 übernehmen. Ich auch. Ich kann es langsam auswendig. Oh Mann, ey. Ich habe nur keinen Führerschein. Ich auch nicht. Okay. Och. Och doch nein. Ist kein Problem. Das ist doch alles Automatik hier. Dann links da vorne, also die zweite. Und ich werde schon wieder angerufen. Ach. Bestimmt möchte jemand die Nord 1 übernehmen. Nord 1, aber ich wurde schon zum vierten Mal jetzt gefragt, ob ich abgeben möchte. Andi, nee. Das Ding ist, es ist allgemein bekannt, dass die Busfahrer keine Ahnung. Ein Headset haben. Ich weiß, wird nur nicht angezeigt, deswegen. Nord 2 würde Martin wahrscheinlich. Aber offiziell haben die alle ein Headset. Nord 1 haben. Okay, viel Spaß. Ja, gut, ich muss zum Stadtpark, ich muss den dann auch abstellen, ich muss dann zum Depot laufen. Ja, mein Motorrad auch. Alles gut. Oh. Ja gut, ich bin gerade in der Nähe von Palito. Ja. Dankeschön. Bis später. Dün, dün, dün. Nächster Halt, Palito Bay. Weißt du, alle paar Sekunden werde ich angerufen. Ich bin beliebt, siehst du. Kann man auch zweit fahren und einfach nur die Dünn-Dünn-Dünn-Dame sein? Ja, das machen die während der Ausbildung. Ach so. Das macht Layla halt, deswegen fahre, sie macht Bim-Bim-Bim. Ich finde das gut. Ich brauche auch ein bisschen Talent, ne? Also. Oh, ich freue mich schon auf City 1 und heute Abend ist dann voll erschrocken. Heute Abend ist dann Einreise, da fahren die Busse, aber ich werde ganz bestimmt nicht mitfahren, ganz bestimmt nicht. Da muss man so viel erzählen, oder? Ja, und ich habe das bis jetzt nicht einmal gemacht, wir haben es auch noch nicht geübt. Also, wir legen einen kurzen Tankstopp ein, bitte nicht aussteigen. Was? Also könnte man sich da auch weigern, wenn man dort arbeitet, dass man das nicht machen möchte? Irgendwann musst du es machen. Wie wird man dazu dann ausgebildet? Indem du mitfährst. Ach so. Aber da ich heute genug gefahren bin und echt nicht mehr möchte, würde ich ganz sicher nicht mitfahren. Meine Fresse, ist der Bus dreckig. Wir fahren hier auch im Norden rum. So, wir machen die kurze Strecke. Kein Bock, so lang zu fahren. Keine Zeit für. Nur 30 Sekunden. So. Wir wären dann jetzt in Palito Bay. Wundervoll. So, aber wir müssen erst an die Haltestelle kommen. Die Häuser sind hier auch wirklich hübsch. Ja, das ist ja, ne? Sehr idyllisch. Ist schon fast gar nicht mehr so wirklich Wüste. Also, es ist gar keine Wüste mehr, großartig. So, da wären wir. Jo, perfekt. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend und ja, vielleicht sieht man sie nochmal. Genau. Okay, tschüss. Tschüss. Ciao. So.
So. So, wo wollte ich mich denn umgucken? Was haben wir hier alles? Oh ja, die Voice Range ein bisschen kleiner machen. Hier ist eine Tanke. Das ist eine Bank. Die Frage, ob, also ist das ein Hotel oder ein Mojito Inn könnte ein Hotel. Dann können wir uns vielleicht ein bisschen umgucken. Dann nehmen wir uns für eine Nacht ein Hotelzimmer und dann passt das. Oh, das sieht schon ein bisschen größer aus hier. Ist hier ein Hausmenü? Hier ist aber schick. Ich gehe mal rüber ans Hotel, guck, ob da was frei ist. Jetzt die Frage: Hat diese Bäckerei schon ein Gebäude? So, mal schnell rüber. Hotel, kann ich hier irgendwo? Okay, kein intuitiver Zugang. Da würde ich mich für eine Nacht hier einmieten und würde dann morgen wieder zurückfahren. Es ist ein Inn, aber es hat kein Hotel. Das ist natürlich so Kleinstadt-Flair, ne? Also das ist so ein eigenes kleines Ökosystem. Hier gibt's ein. Ach, guck mal, hier ist ein Motel. Vielleicht kann ich hier pennen. Ich will jetzt nur nicht gezwungen sein, bis 7 Uhr und später zu machen. $40. Okay. Gibt es noch was Abgeranzteres? Ich will ja nur eine Nacht irgendwo pennen und wenn ich halt danach von Läusen gebissen wurde oder so, keine Ahnung. Wäre super, wenn man an eine Rezeption gucken könnte, was frei ist. Ne? Also werden wahrscheinlich alle hier bei $40 liegen. Huch, haben wir das Gemüselatschen. Wo war denn hier Brunos? Das war noch irgendwo. Noch irgendwo hier, ne? Ach Quatsch. Brunos. Also es ist die hier. Okay, na ja gut, weiß Bescheid. Dann können wir uns aber im Umkreis mal schauen, ob es noch ein anderes Hotel gibt. Das ist einfach so ein Opel Corsa, weißt du?
hier gerade über Privatgelände? Ja, okay, da kann ich durch. Gut. Gut ist aber. Pharmazie, ganz Supermarkt. Ne, dafür kann ich nichts anfangen. Dann laufen wir nochmal in die andere Richtung, ne? Bei 40 Dollar jetzt für eine Nacht finde ich ein bisschen hart. Vor allem, wenn ich jetzt nicht weiß, ob ich vielleicht morgen gar nicht zum Spielen komme. Kann ja sein. Dass ich morgen nicht dazu komme, zurückzufahren. Alter, Finne, das ist mal ein Berg. Das hier vielleicht dann doch recht teuer. Frito war ja nix. Und schläft ein Gießbett irgendwo wieder in einer Mülltonne oder so, keine Ahnung. Diese Motion Blur Effekte, ne? Parken. Aha. Oh, gibt's hier nicht immer irgend so ein schäbiges Hotel oder so was? Ich bin ja froh, dass ich jetzt schon meine Wohnung habe, wenn hier erstmal die ganzen Einreisenden kommen. Warte mal, ich war jetzt auf der zweiten Nebenstraße, war ich jetzt noch nicht, ne? Eben schnell rüber hier. Vielleicht steht da irgendwo so ein schickes kleines Hotel oder sowas. Das wäre ja schön, mit Meerblick, weißt du?
ist hier kein Eingang. Okay. Auch nicht, Alter. Die Aussicht ist aber fesch. Ja, gut. Da wird noch gebaut. Da vorne vielleicht. Hier eher nicht. Ich kann ja nur schauen. Kann ich nicht. Okay. Okay, hätte mich jetzt auch gewundert. Gibt's hier noch mehr? Nö. Scheiße, Leute. Ich brauche ein Hotel. Ich muss irgendwo pennen die Nacht. Kann ich nicht für eine Nacht in irgendeiner Ranzbude schlafen? Da wohnt tatsächlich jemand, okay. Na, sag mal, so ein Haus immer besser als kein Haus, ne? Okay. Ja, hier war ich vorhin, ne? Was kostet die Kacke hier nochmal? Wo geht's denn hier hoch? Wahrscheinlich da hinten. Alles klar, Andi, dann gute Nacht. Schön, dass du. Gute Nacht vor allem. Bis die Tage. Schön, dass du da warst. Wie komme ich denn hier hoch? Und bis demnächst. Zweite Etage, hallo? Irgendwo hoch. Hä? Ja, angeblich mit dem Aufzug, aber
Treppenhaus. Ah. Schade. So, nix. Wo kommt der nächste Bus hier vorbei? Alle im Dienst? Oh, scheiße, ey. Wollen wir hier Nord 1. Bin hier bei 16, 46, 9 und 39. 39 könnten wir mitnehmen. Müsste dann ja. Das ist Brunos. Ein paar Minuten warten. Kommen wir zumindest wieder zurück. Alice Transit. Venture. Partito. Ja, halb so da beim. Irgendwo da beim Dings. Da vorhin gehalten. Da halten wir uns gleich mal hier, ne? Irgendwer da. Hier geht diese Tür auf. Zu? Oh. Schade. Okay. Ach gut, gucken wir, dass wir irgendwann wieder zurückfahren. Ich stelle mir aber mal gegenüber von der Haltestelle hin. Der dürfte ja in etwa hinkommen, nicht? Zumindest schon mal hier in der Gegend. Wir haben halt nichts mit. Vier Minuten. Aber weißt du, ist gut, weil ich mag es eigentlich, wenn neue Leute auf den Server kommen. Aber ist mir heute zu stressig. Ich sehe zu, dass ich in den Stadtpark komme, von da aus nach Hause und dann ist Feierabend. Dann nehme ich dann die City 2. Dann laufe ich schneller, ne? Transit. So. City 2 vom City 2. Ja, einmal hoch.
Jeden Tag eine Busfahrt. Badabada. Na gut zu wissen, da wohnt Max hier schon mal irgendwo. Aha. Ein wilder Bus. Erwähnt. Hallo. Wo ist jetzt hingehen? Bis zum Stadtpark bitte. Bis zum Stadtpark. Bisschen lauter sprechen, ne? Stadtpark. Stadtpark. Bist du einen angenehmen Tag gehabt? Oh ja, bin jetzt das erste Mal hier oben in Palito Bay gewesen. Also ich habe mich jetzt mit der letzten Linie bin ich einmal hochgefahren, wollte mich ein bisschen umgucken, weil ich eventuell den nächsten Job hier habe, damit ich schon mal weiß, wo ich dann überhaupt hin muss. Genau. Hm. Ja, sonst entspannt. Morgens ein bisschen am Schrank gewesen. Ja. Ja. Und bei Ihnen jetzt gerade Schichtbeginn? Ja, genau. Ja. Ich habe schon von Kollegen gehört, heute könnte sein, dass wieder einiges zu tun ist bei neuen Leuten, die ankommen. Ja, kann sein. Ich weiß nicht, wie viele Leute gekommen sind. Ich habe gehört, dass heute Einreise ist. Ja, wo kann sein, die haben heute den Flughafen wohl wieder. Kommen wir wieder. Irgendwie ein Flieger an oder so. Ja, wieder Einreisetour und so. Bisschen was über die Stadt erzählen. Machen die Kollegen dann. Ach ja. War entspannt, die noch zu sprechen. Klingt aber auch so semi-begeistert. Meinst du dann umsteigen im Stadtpark oder? Genau, im Stadtpark dann auf die. Oh Gott, was ist denn das? City 2 müsste das sein, dass ich am schnellsten nach zum Weinboot Boulevard komme. Weinboot, genau, ja, City. Ja. Wir müssen einfach nur den Bus. Also hier aussteigen und. Ich weiß nicht, wenn ich als erstes ankomme, hinter meinem. Wenn der schon da ist, jetzt wo vor meinem Bus. Gehen zum anderen Bus. Ach stimmt, das ist, die stehen ja hintereinander, ja. Ja, genau. Ich werde mal gucken, dass ich mir eben ein so eine Schinkenscheibe reinhaue. Ja, das typische Busfahrer-Ding, ey. Wundervoll.
Sie sind heute aufgestanden und direkt zur Arbeit oder hatten Sie noch Zeit, was anderes zu erledigen? Ich hab nur Regen heute aus gemacht. Achso, also. Da muss ja auch mal sein. Spontan entschieden zu fahren, ja. Weil die letzten Tage waren ja doch chaotisch mit den ganzen Unwettern und so. Ja, ich. Ja, da bleibt man halt doch lieber zu Hause. Ja, ja. Und die Nord 2 bin ich auch schon ewig weggefahren. Also Gibt's eigentlich unter Busfahrern so die Lieblingslinien, die man fährt, oder wie ist das? Also einige fahren Nordlinien an, aber ich fahre eigentlich am liebsten immer City. Nächster Sandy Chance. Ja, weil dieses monotone nur geradeaus fahren ist nicht so meins. Guter Nordlinie. Ja. Also wenn ich will nur entspannt Bus fahren, dann fahre ich ihn. Aber die meisten fahren eigentlich lieber die Nordlinie. Ja, aber nicht, dass man noch einschläft, wenn man nur geradeaus fahren muss. Ne? Was machen Sie beruflich mit das? Noch nichts. Ich hoffe, dass ich bald in der Bäckerei anfangen kann. Okay. Die soll wohl auch in Palito Bay oben sein. Das ist eine, ja, quasi eine Bäckerei für Gewerbe. So Brötchen und Brot und sowas. Ist noch nicht fest. Ich stehe noch vor dem Vorstellungsgespräch. Wollte aber zumindest einmal gucken, wie die Gegend da oben ist, falls ich doch gezwungen bin, umzuziehen. Ah, okay. Na, dann viel Erfolg. Jo, danke, danke. Diese Busse ruckeln beim Fahren. Nächster Halt, Harmonie West. Hier tanke ich mal kurz schnell. Alles klar. Geht gleich weiter. Ja.
Okay. Das Ding ist, ich würde jetzt fahren und eine SMS schreiben. Beziehungsweise, ich mach mal. Ich probier das mal. Kann ich mal eben. So. Machen wir neu. Nächster Halt. Yellow Check-In. Diese Busfahrt ist einfach so lange, dass ich schon wieder Hunger habe. Zufällig Kekse mit. Ja, schön. Wo ist noch ein bisschen?
Nächster Halt, Stadtpark. Umsteigemöglichkeiten, CD1, CD2 und Nord1. Weiterfahrt um 19 Uhr. Okay, wir sind die Ersten. Ja, ja, passiert, ne? Ja, also mein Kollege dann, kommt dann hinterher, die ist hier 2. Alles klar, dann steige ich da um. Ja, noch einen schönen Abend. Ebenso, danke. Na, da kommt er ja schon. Lungenbrötchen. Ich muss aber sagen, dieses Bussystem finde ich halt schon verdammt cool, ne? Da rennt der. Der auch. Servus. Hallo, guten Abend. Wo darf's denn hingehen? Einmal bin ich zum Weinboot Boulevard. Jawohl. Und schon gut zu tun gehabt heute oder gerade angefangen? Hier ist jetzt meine dritte. Ah, okay. Also ich bin warm gefahren. Jetzt sind sie warm, jetzt kann es losgehen. Genau. Box Hill Medical Center. Warum der Hut immer weg ist, wenn man in den Bus einsteigt, verstehe ich nicht. Das ist komisch.
Nächster Halt, Merrow Park. Nächster Halt, Pinewood Ost. Nächster Halt, Volta. Nächster Halt, Pinewood West. Nächster Halt, Pinewood Boulevard. Oh, hier quält sich der Bus aber auch hoch, ne? Ja, eigentlich müssen wir schieben. Ja. So. Jawohl, dann werde ich mal. Ich wünsche dir noch eine gute Fahrt. Man sieht sich bestimmt noch mal wieder. Jawohl, bis dann. Bis dann, tschüss. So, einmal fix nach Haus. Ich hatte gar nicht mehr gesehen, dass Jody vorher noch geschrieben hatte. Also kriegen wir wenigstens ein paar Euro und Sozialhilfe zusammen, das ist gut. Uff. So,
So. Da können wir doch schon mal abschicken. So. 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 Machen wir das. Das werden wir auch nicht brauchen, mal zu essen. Schinkenbrötchen. Achso, wir haben so viel Schinken hier. Guck mal da. So. Ja, mal gucken hier. Bist du noch? Boah, er will essen. Och man. Muss jetzt echt warten, bis er aufgegessen hat. Hier ist jetzt einfach ein trockenes Brötchen, das ist mir jetzt egal. So, ist das. So, das hätten wir. Dann Jody hat mal geschrieben. Oh, gucken wir noch mal. Das. Schreibe ich auch kurz. So. Machen wir so. So, dann irgendwas an Geld mit $8. Fisch. So. Dann mache ich aber auch ohne Umschweife, mache ich jetzt Schluss. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Finde ich mal lustig, wenn man den TS gemoved wird. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schön, dass ihr dann da wart.
Und vielleicht mache ich nachher noch weiter, vielleicht nicht. Wir gucken mal. Ich denke aber eher nicht. Ansonsten spontan sehen wir dann. Samstag wird es dann Twilight Princess geben. Sonntag schauen wir mal. Weiß ich noch nicht. Gutes Nächtle. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.